gemacht hat, er wird am jüngsten Tag die Feiertag bekommen. Wer heute seine Gelüste zu seinem Herrn Allah, dem Gott gegeben hat, dem Allmächtigen übergeben hat, unterworfen hat, er wird am jüngsten Tag machen, was er möchte. Wer aber heute tut, was er machen möchte und achtet nicht auf die anderen und tut Dinge, was dem Schöpfer ärgert, der soll wissen, dass am jüngsten Tag für ihn kein Feiertag vorhanden ist. Wollt ihr Feiertag? Wollt ihr den ewigen Feiertag, wo ihr könnt feiern? Eine Party, was kein Ende haben wird. Ein Feiertag, ein Genuss, was niemals Leid und Krankheit bringen wird. Kein Ärger bringen wird. Kein Kosten bringen wird. Das ist der Islam, liebe Geschwister. Deswegen mach dein ganzes Leben zum Ramadan, dass du nicht nur 30 Tage deinem Herrn Allah gehorcht hast, sondern gehorche deinem Herrn Allah, dass du ganzes Leben Ramadan umgewandelt hast. Deswegen, als Nuh a.s., der Prophet Nuh a.s., hat in der Wüste ein Schiff gebaut. In der Wüste, als er sein Schiff gebaut hat, wurde er ausgelacht. Aber wer an Allah sich vertraut, wer in der Wüste eine Arche baut, so wird Allah das Wasser zu deinen Füßen bringen. So Überzeugung und Glaube, wenn du hast, liebe Bruder, liebe Geschwister in Islam, so sollst du wissen, dass Allah ist mit dir. Deswegen, die Sahabe, die Gefährten des Gesandten, in ihren Herzen war diese Liebe zu ihrem Gesandten, Liebe zu Allah, fest verankert. Kein Gerücht, keine Propaganda hat sie von ihrem Religion abgehalten. Denn sie wussten, was der Gesandte Muhammad gebracht hat, war eigentlich vernünftige Sachen, war eigentlich Frieden und war nützlich. Und wer ihn gekannt hat, wollte sich nicht mehr mit von ihm sich trennen. Wer ihn einmal gesehen hat, wollte immer mit ihm sein. Und wer einmal mit ihm gesessen hat, wollte von seiner Sitzung nie wieder aufstehen. Deswegen sagt der Gesandte, das wird eine Zeit kommen, wo werden Menschen alles geben wollen, um mich nur zu sehen zu können. Muslim, ein wahrhaftiger Muslim würde sein ganzes Besitz geben und alles, was er besitzt, würde er ausgeben, um diesen großen Gesandten nur sehen zu können. Welche Ehre ist dann, liebe Brüder, wenn er das ganze Leben mit ihm im ewigen Leben im Paradies verbringen wird. Deswegen unser Ziel, unsere Absicht muss eine Regel haben. Und das ist, was ist das Ziel vom Islam? Ist, dass wir uns befreien, befreien von unseren Gelüsten. Denn Allah hat in unseren Brüsten Gelüste eingepflanzt. Shahawat, dass wir sollen Sachen tun, was dem inneren Trieb Freude macht. Aber das ist schädlich für die Umgebung, schädlich für deine Familie, schädlich für dich selber. Deswegen sollst du Gott ergeben sein. Und halte die Ratschläge Allahs fest, so wirst du sehen, dass das, was er dir vorgeschrieben hat, eigentlich das Nützliche ist. Und letztendlich, das sehen wir auch heute in unserer Zeit, dass die Menschen, egal welche Gesetze die auch rausbringen, am Ende doch zu dem Ergebnis kommen, dass was der Schöpfer gesagt hat, die beste Art und Weise ist. Denn unsere Verhalten, was für uns gut und schädlich ist, er weiß das. Er ist unser Meister. Er hat uns erschaffen. Er weiß, was für uns positiv ist und was negativ ist. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, was für uns eine Mission ist, als Gläubige, dass wir uns festhalten an dem Ziel des Islams. Und das ist die Befreiung. Befreiung von der Unterdrückung, Befreiung von der Ungerechtigkeit, Befreiung, dass die Menschen jemandem anderen verehren, der das gar nicht das Recht hat, verehrt zu werden, weil er gar nicht der Schöpfer ist. Und das erklären wir mit klaren Beweisen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Liebe Geschwister in Islam, wir sind heute hier wegen das Freitagsgebet versammelt. Und das Freitagsgebet für die Gläubigen hat eine sehr Wichtigkeit, denn der Erhabene Allah ruft uns zu diesem Gebet. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. O ihr Gläubigen, wenn ihr zum Freitagsgebet gerufen wird, so lässt eure Arbeit, eure Tätigkeiten, eure Handel und läuft zu diesem Gebet. Warum? Denn dieser Gebet, liebe Brüder, bringt die Herzen zusammen, bringt die Muslime zusammen, zeigt die Einheit der Muslime. Die Einheit ist sehr wichtig. Hier sitzen vielleicht über 50 Nationalitäten, 50 verschiedene Nationalitäten oder noch mehr Menschen sitzen hier. Und das wurde durch einem Gebet geeint. Wie kann man sagen, dass der Islam gefährlich ist, wo er doch geschafft hat, so viele verschiedene Sprachen, so viele verschiedene Menschen von verschiedenen Ländern zusammenzubringen. Deswegen, jeder, der den Islam vernünftig überlegt und vernünftig diese Sachen schaut, wird nur Frieden finden, Liebe finden und wird niemals Hass und Aggressivität und Gewalt finden. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, Wir müssen unsere Religion praktizieren. Religion praktizieren bedeutet nicht, dass du sollst dich vor den anderen besser zeigen. Nein, Religion praktizieren bedeutet, du sollst dich verbessern. Unsere Aufgabe ist nicht, die Welt zu ändern. Viele denken, dass der Islam hat den Ziel, die Welt zu ändern. Stimmt nicht. Islam möchte, dass du dich selbst verändern sollst. Denn Allah sagt in seinem edlen Buch, er wird kein Volk ändern, solange sie sich nicht ändern wollen. Deswegen ist die Aufgabe von jedem Muslim, sich selbst zu ändern, soll sich selbst anschauen und soll seine Fehler forschen und soll seine Fehler korrigieren und soll seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen schauen und soll zu seinen Mitmenschen eine Art Umgang haben, wie der Gesandte gesagt hat, الدين معاملة. Diese ganze Religion ist ein Umgang. Ein Umgang, was lobenswert ist. Alle Umgänge, was gelobt wird, Umgang, was gelobt wird, ist Religion. Und wird dafür der Mensch belohnt. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, Islam will nicht die Straßen ändern, will nicht eine Regierung stürzen. Islam hat nicht das Ziel, ein System auszusetzen. Islam will dich befreien, indem du sollst ein nützlicher Mensch werden. Erst für dich selber und dann für deine Familie und dann für deine Umgebung. Denn der Gesandte sagt, der Beste von euch ist derjenige, der seine Zunge und seine Hände gegenüber den anderen geschützt hat. Weder von unserem Zunge noch von unseren Händen darf jemand geschädigt werden, darf bestraft werden, darf ihm Sachen angetan werden, was nicht ein lobenswerter Umgang ist. Deswegen auch heute die Leute, die hier vielleicht zur Kundgebung kommen werden und uns stören werden, wir werden sie nicht anschreien, wir werden sie nicht bejuchen, sondern wir werden sie sogar Getränke verteilen. Wir wollen mit denen einen Dialog haben. Wir wollen sogar den Platz hier mit denen teilen. Dieser Platz ist genug für alle da. Nur wichtig ist, dass der Umgang soll lobenswert sein. Nicht ein Umgang, um zu beweisen, dass wir wollen den anderen fertig machen. Das verlangt der Religion von uns nicht. Und wenn die uns auch Verbrecher nennen, auch wenn uns heute einige Medien oder einige Gruppen als Verbrecher, Frauenunterdrücker, was weiß ich, Terroristen, Extremisten oder Zwangsehe oder Ehrenmord beschuldigen, wir werden sie nicht als Verbrecher bezeichnen. Denn wir sagen, tut eure Taten und wir werden unsere Taten tun. Und der Allah Erhabene wird am jüngsten Tag zwischen